Eine unbeschwerte Jugend sieht eigentlich so aus. Reisen, mit Freunden feiern, Hobbys ausleben. All das war zuletzt aber nur eingeschränkt möglich. Für viele hieß es stattdessen 2 Jahre lang eine Jugend im Kinderzimmer oder im Vorgarten. Und kaum lässt Corona nach, ist Krieg in Europa. Für Jugendliche bedeutet das Erwachsenwerden im ständigen Ausnahmezustand. Ich habe immer das Gefühl, dass alles so sehr auswegslos erscheint. Die Ukraine zum Beispiel ist wie so eine Dauerbelastung. Ich finde es schwierig, irgendwie zu wissen, dass man hier versucht, so normal wie möglich weiterzuleben, obwohl man weiß, dass Menschen woanders gerade leiden. Der Krieg, das zeigt auch eine neue Studie, hat alle weiteren Sorgen überlagert. Mehr als 2/3 aller Jugendlichen treibt er um, noch mehr als der Klimawandel, die Inflation und die Spaltung der Gesellschaft. Doch wie umgehen mit der neuen Drohkulisse? Da ist die junge Generation unsicher. Waffenlieferungen oder die deutsche Aufrüstung in vielen Diskussionen sehr skeptisch gesehen. Wir hatten nie wirklich was mit Krieg zu tun und deswegen sind wir auch sehr zurückhaltend in Bezug zum, wie können wir jetzt am besten agieren, welche Forderungen explizit, abgesehen von hört auf mit dem Bullshit, können wir wirklich machen. Doch die neue Studie zeigt auch, Corona, Klima, Krieg, der Krisendauerzustand hinterlässt bei vielen Jugendlichen Spuren. Knapp die Hälfte klagt über psychische Probleme, 27% und damit mehr als jeder 4. berichtet von Depressionen. Unter so einem großen Druck und so einer großen Zukunftsunsicherheit hat lange keine junge Generation mehr in Europa und in Deutschland leben müssen. Doch es scheint, als machten Krisen resistent. Die Mehrheit der Jugendlichen sorgt sich zwar um den Zustand der Welt, ihre eigene persönliche Zukunft sehen sie laut der Studie aber positiv.